Hallo Leute, ja, da bin ich wieder und ich verspreche, so gut es geht, mal keine Baufolge zu machen. Mal eine Sache nachgucken kurz, ihr entschuldigt mal. Nein, halt, was ist es denn? Hey, jetzt sehe ich es nicht. Wie viel, ja, was haben die für ein Gewicht? 108, 108. Und das hat 54. Okay, also die Bodenteile wiegen ganz schön. Ich habe ansonsten das Ganze ein bisschen weniger rundherum gepanzert. Ihr seht das, auch hier vorne habe ich das ein klein bisschen umgebaut. Dafür habe ich noch die Scheinwerfer angebaut und Stoppschild hier hinten und diese Klammer. Und das kleine Radar angebaut. Und ja, bin da mit bei, den können wir gucken, Powerscore 4941, also rund 1000 weniger als ich mit dem anderen Fahrzeug hatte, was ich so ganz cool finde. So, jetzt gucke ich hier nochmal für die Sledgehammer gar nicht, sondern war das hier, ja, nee, fixiertes Maschinengewehr, brauchen wir 3 davon, 2 davon. Dann gab es doch noch irgendwo ein Maschinengewehr. Geschützturm. Monsterreifen. Das ist aber auch nicht der normale. Ja. Wo war denn hier noch? Hier ist noch, sind noch Maschinengewehre. Okay, die passen jetzt da so nicht rauf. Und da brauche ich auch sonst was für. Wo waren sie denn jetzt? Also ich brauche die Schrotflinten und den kleinen Reifen lenkbar. Und ja, Schrotflinte, wir springen einfach mal ins Gefecht. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie es läuft und ob ich es schaffe, Gegner einzeln zu erwischen. Aber hier ist ja schon, bin ich ja sonst wie spät hier reingekommen. Erfahrungsgemäß, also sind jetzt die Gegner nicht so super stark. Also die 7 Monsterwaffen, also so 6, über 6000er Powerscore hat man hier nicht. Was den netten, oh, ich hätte mal da rumfahren sollen, dann könnte ich dem Kollegen helfen. Jetzt muss ich erst hier außen rum. Ich komme. Wenn du noch da bist, komme ich und helfe dir. Oder auch nicht. Ja, so. So. Einer weg. Muss man ein bisschen auf die Karte gucken. Ja. Komm. Wow. So, ja. Hopp. Ja. Ich habe irgendwie ein bisschen sehr an Lenkbarkeit gerade verloren, aber extrem. Ja, so, das heißt, der kommt jetzt da. Vermutlich gleich um die Ecke. Wir warten einfach hier. Ah, der wird in eine andere Ecke. Der ist der Letzte, oder? Boink. Hab ich den gerade noch gekriegt? Ha. So. Das wollte ich nicht, aber naja. Ja, so. Hat gerade ganz gut funktioniert. Also, obwohl man relativ spät reingekommen ist, 3 zerstört. Super. Sehr cool. Sehr schön. Und ein Sieg im Video, ja? Ich möchte das anmerken. Ein Sieg im Video. Ha? Gleich erstes Ding. Richtig schön Punkte bekommen. Sieg im Video. Krass. Ja, wir schauen mal noch ein bisschen weiter. Also ich bin halt unter 5000 Powerscore und da sieht man dann auch, das ist mal ein paar sind drüber hier, aber so 6000, über 6000 habe ich nicht. Und das ist eigentlich, glaube ich, ganz cool, weil ja, da fehlt mir halt tatsächlich die Bewaffnung für, um ja, in der 6000er oder 6000er Liga mitzuhalten. Also wir gucken mal hier ganz vorsichtig, wo hier was aussieht. Da scheinen ganz viele zu sein.
Und irgendwo. Oh, warte mal. Du kommst doch hier gerade hinten rum. Fährst du gerade lang? Da war doch gerade einer. Weg. Mist, hat er doch noch einen Schuss hinbekommen. Ah, der ist weg. Zwar nicht gekillt, das macht aber nichts. Jetzt sind wir mal gucken Richtung unsere Basis. Da noch was ist. Wie gesagt, was ich wirklich gern eingebaut hätte. Sind mal Schadensanzeigen. Ja, das würde mich wirklich interessieren. Schadensanzeigen, wie viel Schaden hat welcher Spieler gemacht. Und eben nicht nur, wie viel Teile hat er abgeschossen oder wie viel Kills hat er gemacht. Ja, das war der Sieg. Super, ey. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Krass, oder? Ja. Diesmal nur zwei zerstört und eine Hilfe. Ah, also, ah, muss mal ein bisschen arbeiten. Ich habe wieder so einen blöden Passivkühler bekommen. Den will ich doch gar nicht. Ich will die Schrotflinte. Deswegen spiele ich das Ding doch. Ach, Mano. Ja, das ist also... Wäre schön, wenn man sich das auswählen könnte. Oder zumindest... besser verteilt wäre. Wie gesagt, ich habe es auch schon erlebt, dass ich irgendwie 5-6 Mal so ein Teil bekommen habe und das wollte ich alles gar nicht. So, hier, dies ist schwierig. Mit Schrotflinten ist das Ding hier relativ schwierig. Da man kann Glück haben oder Pech haben, aber eigentlich meistens, ja, steht man hier relativ schwer da, weil da in die Ferne kommt man nicht, da kommt einer an. Ich weiß, was der will. Ah, da kommt mehr als einer an. So. Gut, so. Da ist einer. Genau vor den gestellt und dadurch konnte ich nicht schießen. Ja, gut. Überhaupt schon, noch einen haben wir schon verloren. So, dann gucken wir mal. Ah, ich bin aber vorne schon ein bisschen mitgenommen. Ja, komm. Ich nur noch einer. Der hat mir zu viel weggeschossen. Aber okay. Gut. Das dürften die jetzt relativ gut schaffen. Also das würde mich wundern, wenn sie das Ding noch vergeigen. Wobei, ich habe es schon gesehen, tatsächlich, dass solche Stände vergeigt wurden, weil keiner in der eigenen Basis geblieben ist. Und der Gegner sich mit einem dann in die Basis reingestellt hat, kurz vor Ablauf der Zeit. Und dann hatte er mehr von unserer Basis erobert als wir. Aber das ist jetzt der letzte. So, das war's. Super. Cool. Ich bemerke,
Ich habe eine Schrotflinte bekommen. Drittes Spiel, dritter Sieg. Ja. Also es ist tatsächlich, was ich schon lange vermutet habe, wenn du in den höheren PS-Zahlen, also Powerscore-Zahlen spielst, so um die 6000 rum, und nicht die entsprechenden Waffen hast, kackst du ab. Also hast keine Chance. Wenn du allerdings blaue Waffen hast, einigermaßen vernünftiges Auto und spielst in niedrigeren Powerscores, also unter 5000, da wo ich gerade bin, wo spielen wir denn so lang? Ich spiele mal da lang. Dann ist es tatsächlich, funktioniert das relativ gut. Nicht immer, klar, manchmal trifft man einfach auf drei Gegner auf einmal und dann hat man auch keine Chance, aber irgendwo da vorne ist einer. Der muss da oben sein. Nein, nicht verderben, Mist. Die Teile machen einen dermaßen Schaden. Das ist wirklich unglaublich. So. Okay, der ist zu schnell für mich. Die Teile machen einen dermaßen Schaden. Das ist völlig abstrus. Da will ich gerade nicht hin. Ich glaube, da will ich gerade nicht hin. Das wird tatsächlich ein Spiel, das werden... Oh ja, der hat zum Beispiel, guckt mal, drei lila Waffen. Und schwupps, der nimmt alle auseinander. Ja, das sind die da oben. Also, das ist der Punkt. Also mit den lila Waffen, dann hast du mal gar keine Chance. Ja, hast du einfach nicht. Der hat auch lila Waffen drauf. Wie gesagt, wenn die lila Waffen drauf haben, du hast einfach keine Chance. Ja, fehlt das Spiel verloren, okay. Aber gut, gegen lila Waffen, was soll's. Ja, und so läuft das. Und so, muss ich sagen, macht Crossout auch Spaß. Vorher war der Spaß eher ja nicht so da, weil einfach ja 8 von oder 9 von 10 Spielen verlieren, das ist nicht wirklich schön. Ja? Und dann sollte das doch zumindest auch irgendwas mit deinem Können zu tun haben. Und ich glaube, dass ich einigermaßen vernünftig spiele. Bin sicherlich nicht der Beste und ich mache Fehler, das gebe ich auch zu. Und manchmal, so wie jetzt hier, bin ich mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, hier lang zu fahren. Aber ich bin zumindest nicht alleine. Aber wenn, dann will ich zumindest nicht da oben stehen. Und jetzt fahren wir den nicht hinterher. Dann gucken wir mal. Mich. So. Dumm, der war weg. Dann hat der weggeputzt. Ich habe allerdings nicht mehr so super viel Waffen, aber das hilft egal. Wir gehen hier in den Nahkampf. Was schießt hier noch? Ja, von wegen schießt die mal runter. Ja. Schießt die mal runter, wenn die da rumfliegen. Und die deine Schrotflinten schon weggeschossen. Also das werden, das ist, find ich, völlig krass. Diese Behälter sollten viel, viel, viel.
viel schneller, aus meiner Sicht, viel schneller kaputt gehen. Dass die so lange halten, auch die Behälter für solche Fahrbahnteile oder die, na, wie heißt das? Ja, ihr müsst zurück zur eigenen Basis, nicht zur gegnerischen Basis. Okay. Ja. Okay. Na, hallo? Du bist der Einzige, der noch übrig ist. Tja, ist schon ganz schön schwer einzuparken. Dabei noch. Der hat auch lila Waffen. Also ist wieder dasselbe. In grün. Ja. Aber ich glaube, also Punkte kann man mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich wenig Punkte gemacht habe. Ja. So, ein Spiel machen wir noch. Und dann war es das. Wie gesagt, gucken wir mal, ich werde erstmal gucken, dass ich noch so einen dritten dahin kriege. Und dann muss ich mal gucken, dass ich da vorne das denn sinnvoll umbaue. Die machen auch, also halten auch ordentlich was aus. Die gehen nicht ganz so schnell drauf. Könnte man da eigentlich ein Gitter noch vorbauen? Und die schießen durchs Gitter durch? Weil, genau, buff, dagegen. Super. Klasse. So soll es sein. Oh Mist, einer hat mich doch noch getroffen. Aber nur eine. Ich habe ja keine Ahnung, wie viele Raketen. Ja, gerade. Der ist weg. Das ist schön. Mehr. Was haben denn die hier? Los, beeil dich. Fahr dahin. Okay. Das war nix, aber gut. Das werden wir auch über... Ja, Pyre. 4 Stück. Du denkst so... ich habe keine Ahnung. Wir werden mal gucken, was diese Pyres kosten im Markt. Wirklich mal gucken. Da werden wir noch kurz gucken, bis alle verloren haben. War von der Idee vielleicht gar nicht so schlecht, bis auf dass man... Ja gut, du bist jetzt gerade hier. Und. Boom, der ist noch weg. Aber du hast 2 Reifen, du kommst ja nicht mehr von der Stelle. Der kommt da anscheinend auch gerade nicht von der Stelle. Und. Uff. Ja. Wir gucken mal im Markt, was die Teile kosten. Und dann, der hatte 4 Stück. Ja, so. Yep, zur Garage zurückgehen. War eine Niederlage. Markt. Das müsste hier Bewaffnung sein. Dann heißen die Pyre, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, hier Pyre. Die kosten einer. Wohlgemerkt, einer kostet 362,73. 4 Stück kosten 1500 fast. Ist das richtig? Fast 1500 Coins. So. Wenn man sagt, gucken wir mal. 1500 Coins kosten 25 Euro geht jetzt eigentlich sogar noch. Ich hätte mir es fast schlimmer vorgestellt. Ja, 1500 Coins kosten 25 Euro.
So, wenn man die herstellen will, ich habe keine Ahnung, wo die drin sind. In welcher der Fraktionen? Paya, hier. Brauche ich fünfmal, zweimal die Judge, zweimal den schweren Generator und zweimal den Treibstofftank, ja? Also, und davon hatte er, wie gesagt, vier Stück. Vier Stück, ja? Das ist also nichts, was du mal eben nebenbei dir herstellst. Das ist schon richtig krass viel. So, hier fehlt mir immer noch viel. Okay, kann ich noch nicht machen. Aber das ist jetzt mein Fahrzeug. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich speichere es mal nochmal. Bin nicht sicher, ob ich es hatte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann.